Weit sichtbar über ganz München erscheinen auf dem einzigartigen Dach des Olympiastadions Bilder und Animationen deutscher Athleten, die den European Championships entgegenfiebern. Darunter Ruderweltmeister Oliver Zeidler und Münchens Top-Leichtathletin Christina Hering, die beim kommenden Großereignis zu den Medaillenanwärtern zählen. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Vorfreude, aber ich denke, wenn es dann wirklich in 100 Tagen hier losgeht, dann wird es auf jeden Fall eine große Aufregung sein. Sehr schön, wenn man vor heimischem Publikum an den Start gehen kann und dort dann auch hoffentlich seine beste Leistung zeigen kann. Die European Championships vom 11. bis 21. August sind ein Multisportereignis. Zum ersten Mal werden 9 Europameisterschaften in unterschiedlichen Sportarten zeitgleich in einer Stadt ausgetragen. Für manche Athleten wird es ein Wettlauf mit der Zeit, da sie sich aus Verletzungspausen zurückkämpfen. Natürlich mega schön für mich hier zu Hause. Ich muss mich natürlich noch qualifizieren intern, aber meine Vorbereitungen laufen eigentlich gut dafür. Deswegen, ich bin zuversichtlich und wie gesagt, ich freue mich natürlich mega, hier zu Hause in München an den Start gehen zu können. Wird es definitiv eine Punktlandung, also es wird sehr knapp. 100 Tage sind natürlich jetzt nicht mehr viel Zeit und ich habe jetzt gerade erst vor einer Woche wieder angefangen zu klettern. Also es wird auf jeden Fall, wenn dann eine Punktlandung. Herzstück ist der Olympiapark. Wettkämpfe gibt es auch auf dem Königsplatz, der Messe und der Regattastrecke. Unter der Bezeichnung Back to the Roofs wird parallel zum Sport in einem Festival auch an die Olympischen Sommerspiele vor 50 Jahren erinnert. 11 verschiedene Roofs, die verschiedene Themen abdecken. Wir haben einen Central Roof, wir haben einen Activity Roof, einen Creative Roof. Dort werden auch verschiedenste Bands auftreten, also da ist wirklich was geboten. Dann haben wir einen Technik Roof, wir haben einen Kids Roof. Rund 4.700 Sportler werden erwartet, Medaillen in 177 Wettbewerben vergeben. Ich bin hier aufgewachsen, ungefähr 3 Kilometer von hier entfernt, trainiere eigentlich seit 10 Jahren jeden Tag hier. 2 Weltcups sind vor den European Championships noch geplant und sonst Training, Training, Training. In 100 Tagen beginnen die European Championships in München. Dann treten die Athleten ins Licht der Sportstätten. Der Countdown hat begonnen.